Um die ganz kleinen Filme geht es bei der Cannes-Rolle. Jedes Jahr werden da die weltbesten Werbespots ausgezeichnet. Und das lockt viele Menschen sogar extra ins Kino, wo es dann ganz viele Clips ausnahmsweise mal in Spielfilmlänge gibt. So wie heute Abend in Berlin. Der Andrang war groß in der Leipziger Straße. Mehr als eine Stunde warteten die Menschen vor dem Museum für Kommunikation, um einen möglichst guten Platz zu bekommen. Die besten Werbespots der Welt stehen auf dem Programm. Aber schaltet man bei Werbung nicht normalerweise den Fernseher aus? Ja, aber das ist ja ganz besonders kreative Werbung. Wahrscheinlich, wenn man hofft, dass irgendjemand mal was Kreatives dabei rauskommen lässt. Ich interessiere mich generell als Kunstlehrer für Werbung. Ich finde das interessant, was so in der Populärkultur alles läuft. Und ja, ist auch ein toller Ort. Schönes Ambiente, hoffe ich jedenfalls. Ja, freue ich mich drauf. Das große Interesse hat selbst die Organisatoren überrascht, obwohl sie die Werbefilmshow der besonderen Art schon zum 11. Mal organisieren. Wir sind seit gestern ausverkauft mit genau 439 Besuchern. Und die Leute kommen her, weil sie sich einfach inspirieren lassen möchten von solchen Sachen. Die möchten sich gut unterhalten fühlen. Und das, denke ich, kriegen wir hier ganz gut hin, zusammen mit dem Museum. Das Werbefilmfestival in Cannes ist der Höhepunkt der Werbebranche und lockt tausende Menschen in die Kinos. Eine internationale Jury begutachtet tagelang die eingereichten Arbeiten. Einen Hauch von Cannes wollen die Studenten auch nach Berlin bringen. Unser Kernteam besteht aus 5 Leuten. Ansonsten sind jetzt hier ungefähr noch, ist grob geschätzt, 20 Helfer auf jeden Fall vor Ort. Die Organisation dauert ungefähr ein Jahr. Alles für diesen Moment. Die Zuschauer kommen. Viele junge Leute, Studenten, aber auch Professoren sind dabei. Schnell füllt sich der Saal. Die besten Spots des Werbefilmfestivals in Cannes, die hier gezeigt werden, sind nicht nur Werbung, sondern Kunstwerke. Also in der Regel bewerben sich über 25.000 Werbefilme, kann man sagen. Jedes Jahr in Cannes, das ist auch jährlich steigend. Das sind ungefähr 3.000 Agenturen aus der ganzen Welt, die dort ihre Werke einreichen. Dann erfahren die Zuschauer, wie ein Werbespot ausgedacht und produziert wird, bevor es losgeht mit der Show. Und die läuft in diesen Minuten.